Guten Morgen, können wir anfangen? Jo, prima. Ja, herzlich willkommen. Rainer Zesch, mein Name. Ich bin von der Vianova Genossenschaft aus Mainz. Hat zufällig jemand von euch gestern volle Kanne gesehen? Ah ja, es sind ja doch ein paar dabei. Also, ich komme eigentlich aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und vielleicht erinnert euch, die ihn gesehen habt, an den Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis, der da die Energiewende geschafft hat und der erste Landkreis in Deutschland ist, der klimaneutral ist. Und dazu erzähle ich noch ein bisschen was, was daraus alles an Ideen hervorgegangen ist. Ja, das hier war ich voller Hoffnung. 2015, Weltklimagipfel in Paris. Wir haben gefeiert. Ich habe gedacht, boah, jetzt haben es die Leute endlich begriffen. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Wende und wir machen alles möglich. Wir haben gefeiert und waren richtig begeistert. Und jetzt, so knapp 7 Jahre später, bin ich doch also mehr wie eine Stadt. Und ja, dazu sage ich mal hier was dazu. Klimaschutz, habe ich gedacht, haben damals alle begriffen, wie notwendig das ist. Mit dem Klimaschutz brauchen wir die Energiewende. Wir haben uns damals im Hunsrück und in Mainz dafür eingesetzt, Photovoltaik gebaut, Windenergie, Genossenschaften gegründet, die dann aktiv von der Merkel-Regierung ziemlich ausgebremst und boykottiert wurden. Dann haben wir uns mit der Mobilitätswende beschäftigt und haben gesagt, was braucht es dann, um klimaneutral zu werden? Und 48,5 Millionen Pkw sind momentan in der Bundesrepublik angemeldet. Und ich habe hier die Zahl, wo wir hin müssen. Die habe ich jetzt so ein paar Mal geändert. Also glaubt ja wohl keiner, dass wir klimaneutral werden, wenn wir die 48,5 Millionen Verbrenner-Pkw mit elektrischen ersetzen. Der Fußabdruck ist so groß, aber das ist so wie großes Tabu, Pornografie oder sonst was. Also es traut sich keiner in der Politik zu sagen, dass wir deutlich runter müssen. Also ich hatte hier erst eine 5 geschrieben, da bin ich heute Morgen doch ängstlich geworden, habe das wieder ausgetauscht gegen 9. Aber wir müssen ganz drastisch die Pkw reduzieren. Und ja, das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Meine Frage, wer denkt, dass die Zahl viel zu niedrig ist? Also es müssten doch schon per mehr übrig bleiben. Wer denkt, dass die Zahl so halbwegs richtig ist? So vom oder es müssten noch weniger werden? Ja, gibt es immerhin auch welche. Ja. Bitte? Ja, den habe ich jetzt nicht hier parat, aber der kommt natürlich, also ich meine, die Verkehrswende ist hochkomplex, aber ihr werdet nachher sehen, also es wird noch hier in dem Bereich schon viel komplexer. Also die Schlussfolgerung davon ist, die Verkehrswende muss elektrisch, multimodal und digital werden. Also es geht nicht einfach so, was viele heute sich vorstellen, die grüne Revolution, Verbrenner durch elektrisch ersetzen, sondern es wird viel komplizierter. Wir haben uns damals überlegt, mit verschiedenen Genossenschaften eine E-Sharing-Plattform zu bilden, wo man das alles abbilden kann. Und unser Ziel war nicht Elektromobilität einführen, sondern Mobilität in Gemeinschaft. Da erzähle ich nachher noch einiges dazu, welche Sachen wir damit noch erschlagen wollten. Da haben wir natürlich lange zusammengesessen und gegrübelt. Also Mainz ist die Stadt, in der der Buchdruck damals erfunden wurde. Da hat Jürgen Klopp den Fußball revolutioniert und BioNTech hat dann einen Impfstoff erfunden. Und so haben wir gedacht, wir müssen auch mal was ganz anderes machen. Nachhaltige Mobilität gemeinsam organisieren, wenn wir das schaffen. Das wäre schon auch eine große Revolution. Und wir haben dann 2020 eine Genossenschaft gegründet und haben dann ganz viel rumtelefoniert, Leute angesprochen, wer macht mit. Wir haben dann eine ganze Menge Energiegenossenschaften gefunden in Deutschland, die sich bei uns beteiligt haben. Nicht nur Energiegenossenschaften, die GLS Bank ist auch dabei oder die Naturstrom AG.
und der Zusammenschluss von vielen Energiegenossenschaften, Vermarktung von Ökostrom, die Bürgerwerke sind auch mit dabei. Also wir haben das Ziel angepackt, Mobilitätswende gemeinsam organisieren. Was man wissen muss, das ist uns dann auch ein bisschen später dann aufgefallen, wo wir kamen von der Energiewende, das sind Investitionsprojekte. Man investiert Geld in Photovoltaik, in Wind und überredet dann die Leute, wechselt doch von Kohlestrom auf Ökostrom. Das ist ziemlich einfach, man muss nichts am Kühlschrank ändern, an der Badewanne und sonst gar nichts. Das ist ein Investitionsprojekt und einfach zu machen. Die Verkehrswende, das sind Transformationsprojekte. Im Land der Dichter und Lenker, die Leute dazu zu bringen, selbst Ökofreaks, ihr privates Auto wegzugeben, das ist eine unglaubliche Hürde. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Gespräche ich auch mit Umwelt- und engagierten Leuten geführt habe, die sich das einfach im Kopf nicht vorstellen können, ihr geliebtes Auto wegzugeben. Diese Transformation erfordert erstmal, dass man vom Verbrenner auf Elektro geht. Das begreifen jetzt immer mehr, so die Diskussion, ja, das geht doch gar nicht, viel zu kompliziert, wo soll denn der Strom herkommen? Also die ist eigentlich weg, die führen wir jetzt kaum noch. Aber dann vom eigenen Auto auf Sharing, das ist schon eine Hürde ohne Gleichen. Und dann von der Automobilität auf die Multimodalität, das ist jetzt was für Extremisten. Also Reinhold Messmer, der Verkehrsnutzung. Wir haben ja festgestellt, diese ganzen Punkte sind unglaublich auch mit Ängsten behaftet. Wenn man mit Leuten redet, Elektro statt Verbrenner, das Erste, was ja schon in den englischen Sprachraum Einzug gefunden hat, ist die Reichweitenangst. Bleibe ich irgendwo liegen und dann weiß ich nicht mehr weiter. Das ist nicht ganz unbegründet. Also die Infrastruktur in Deutschland ist miserabel. Man kommt auch öfters mal an Ladesäulen, ganz am Anfang, als wir angefangen haben. Die sind kaputt, ist nichts dokumentiert, dass die nicht funktioniert. Also ich bin schon 50 Kilometer zum Sharing-Auto gefahren, weil das vor irgendeiner kaputten Ladesäule stand und nur noch 2 Kilometer Restreichweite hatte. Ja, die unbekannte Technik ist natürlich auch ein Riesenproblem. Sharing statt Besitzen, da kommen die Leute nach Verfügbarkeitsangst. Hat mir letztens ein grüner Dezernent gesagt, mit dem wir darüber geredet haben, der es ganz gut fand, wenn die Leute in seinem Kreis Sharing machen, aber für ihn persönlich, wo er Kinder hat, was passiert dann, wenn das Kind zum Arzt muss und das erste Auto ist weg und er hat kein Zweitauto? Wie soll er das Kind aus der Schule holen? Oder Hygieneangst bei Corona, war das auch so ein Punkt. Oh, wer fährt denn da damit? Wer hat da am Lenkrad angepasst? Kostenangst. Oh, ist das nicht viel zu teuer? Also die Leute haben überhaupt keinen Begriff, was ihr privates Auto kostet im Vergleich dazu. Diese 25 oder 40 oder 80.000, die sie mal vorher in ihr privates Auto investiert haben, die ist völlig ausgeblendet. Die sehen nur noch, was sie in den Tank reinfüllen und sonst nichts mehr. Ja, das ist die Kostenangst beim Sharing und auch natürlich beim Sharing unbekannte Technik. Gemeinschaftlich statt alleine organisieren, also wenn man jetzt so Sharing-Projekte gemeinsam macht, dann kommt Gerechtigkeitsangst. Oh, ich kümmere mich immer drum, aber der andere, der lässt immer Krümel im Auto liegen. Fremde Menschen, was sind denn das für welche? Mit wem lasse ich mich da ein? Und dann Multimodalität statt Automobilität. Das ist natürlich Komplexität, Zeitverlust. Und wer hier die Bahn nutzt, der wird immer dann Geschichten, gruselige Geschichten erzählen, wo er irgendwo auf dem Abstellgleis war. Eine Maßnahme, die wir in Mainz mal am Anfang gestartet haben, ist, wir haben einen Volkshochschulkurs gemacht, Mobilitätswende und Klimaschutz, und haben das mit einem 4 Abende mit dem EK-Sharing-Führerschein abgeschlossen. Da haben wir so eine ganze Menge Themen, warum wir das überhaupt machen, wie die Elektromobilität funktioniert, wie das Carsharing funktioniert. Und dann haben wir noch
einen Elektroauto-Stammtisch eingeladen. Die kamen dann mit ganz vielen E-Autos. Und dann haben wir damit dann noch den EK-Führerschein gemacht, wo die Leute dann noch Autos buchen konnten. Und dann haben wir zum Abschluss dann tatsächlich den Führerschein verteilt. Und die Leute haben mal eine Vorstellung gehabt, wie das gehen könnte. Ja, jetzt zur Komplexität. Also man kann bei der Verkehrswende ganz viele Sachen anfangen. Also erstmal ist es völlig klar, dass man die Autos wegkriegen muss, die Verbrenner, dass man sie nicht setzen kann mit Elektroautos und dass man neue Wege finden muss. Und einer davon ist natürlich gemeinschaftliche Nutzung. Und wir werden nicht in relativ zeitnahem Bereich die Infrastruktur so ändern, dass wir alles mit öffentlichen Mitteln, Verkehr, Züge und sowas machen können. Wenn man jetzt so zum Beispiel ein E-Carsharing-Projekt anfängt, dann hat man, erstmal muss man sich über die Projektierung Gedanken machen. Man muss Geschäftsmodelle entwickeln. Wie betreibe ich das überhaupt? Da erzähle ich nachher noch einiges dazu. Man muss sich Tarife überlegen. Wie mache ich das dann? By the way, also wir konzentrieren uns überwiegend auf den ländlichen Vororte und den Bereich, wo die Großen nicht hingehen. Also wir gehen nicht nach Berlin-Mitte oder nach Frankfurt-Mitte oder im Bereich, wo jetzt heute die Großen alle stehen. Wir gehen Bereiche, wo es für die Großen völlig unattraktiv ist, hinzugehen. Und warum, erzähle ich gleich auch noch. Ja, dann muss man Parkplätze planen, Ladesäulen planen und E-Autos beschaffen, was momentan ein Riesenproblem ist. Wir haben jetzt einige Anfragen von Leuten, die was machen wollen. Es gibt keine E-Autos momentan. Lieferzeiten, 6 Monate, ein Jahr und sonst was. Dann, wenn man sich das hier alles überlegt hat, also das, da helfen wir bei der Beratung und allem, dann kommt eigentlich das Einfache. Unsere digitale Plattform, die wir zusammen mit Partnern entwickelt haben, immer weiterentwickeln. Eine App zum Reservieren, eine Software, die dabei unterstützt, dann fahren, aufschließen, abschließen und nachher hinterher abrechnen. Das sind so einfache Sachen. Hier sind ja meistens digital affine. Da werde ich weniger darauf eingehen, wie das funktioniert. Aber was noch ganz wichtig ist, ist hinterher Service. Also dann ruft jemand an, ich stehe hier an der Ladesäule und weiß nicht, wie ich laden kann. Oder ich stehe hier, will das Auto zurückgeben und weiß nicht, wie man den Stecker reinsteckt. Oder alles Mögliche. Oder der Reifen ist platt, was machen wir jetzt? Und viele Dinge mehr. Dann muss man Nutzergemeinschaften aufbauen und pflegen. Man braucht halt diese Hotline, wenn irgendwas dazwischen kommt. Ja, hier gehe ich nur mal ganz kurz rüber. Ich muss ja immer, ich neige immer zum viel erzählen, auf die Zeit gucken. Ah ja. Ja, das sind so Sachen, die man mit der App machen kann, eine einfache Buchung. Man kann dann die Verwaltung machen, also Leute, die mit unserer Plattform so ein Sharing irgendwo einführen können, die kriegen dann alles Mögliche an die Hand, mit der sie das alles digital machen können. Und das wird ständig weiterentwickelt, gibt ein Benutzerforum, da fließen Ideen ein und ja, das Digitale spare ich heute mal bei Bits und Bäume ein bisschen aus. Und dann gibt es so maßgeschneiderte Anformen, also wir haben mittlerweile Lastenräder da drauf und ermöglichen auch, dass man sagen kann, ich fahre jetzt von Budenheim zum IKEA-Supermarkt, will jemand mitfahren und sowas. So Sachen sollten dann auch gehen. Ja, also dass man es einfach buchen kann und auch da, wo Funklöcher sind und da irgendwo in der Pampa, wo man Probleme hat. Es gibt auch Kommunen, das ist schon gleich die erste Frage. Ja, ich wollte wissen, die Software, ist das nur für euch oder ist die auch nutzbar für andere Unternehmen, für andere Genossenschaften etc.? Ja, also das. Also da will jemand wissen, ob die Software auch für andere nutzbar ist. Also das ist, ja, also jeder kann gerne bei uns mitmachen. Also ist natürlich ein Riesen, also es ist keine Software, die man sich runterladen kann, einfach benutzen kann. Also wir sind jetzt mit mehreren Partnern zusammen, die auch weiterentwickeln. Und das ist schon, wie ihr nachher auch sehen werdet, ein etwas komplexerer Zusammenhang.
Ja, es gab zum Beispiel ein Problem, mit dem haben wir gar nicht gerechnet, dass eine öffentliche Verwaltung, die unsere Software nutzt zum Carsharing, dass da der Personalrat gesagt hat, man kann den Mitarbeitern nicht zumuten, das Handy zu benutzen, weil das dürfte dienstlich nicht angeordnet werden. Und deshalb mussten wir dann, das ist auch mit RFID, kriegen dann RFID-Karten, können dann mit dem RFID dann das Auto auf- und abschließen. Das war auch eine Überraschung für uns. Ja, hier jetzt mal so, jetzt geht es in die spannenden Teile, die nicht digital sind. Wenn man sich mal überlegt, wie kann denn sowas funktionieren, wirtschaftlich, organisatorisch, dann hat man so verschiedene Parameter. Das eine ist, man hat die Nutzer, also entweder sind es definierte Benutzer, meine Wohnortgruppe, meine Nachbarn oder völlig flexibel, stellen ein Auto hin und sag mal gucken, wer kommt. Und dann der Erlös, wenn ich definierte Benutzer habe, dann kann ich den relativ fix machen. Wenn ich überhaupt nicht weiß, wer das Auto benutzt, wie oft wird das benutzt, dann ist das natürlich hochvariabel. Man kann sein, zum Beispiel bei uns eine Sommerflaute, dann sind die Leute alle weg und dann benutzt kaum jemand Carsharing. Oder wenn Corona ist, dann haben ganz viele Leute Angst. Oder wenn Corona ist, kann es auch sein, dass jemand sagt, oh, jetzt hole ich mir schnell, ich habe ja kein Auto mehr, für 4 Wochen das Carsharing-Auto und dann ist es in der Nachbarschaft weg. Und da haben wir verschiedene Modelle entwickelt, über die gehe ich nachher nochmal genauer näher ein im Detail. Das ist so ein Vollkostenmodell, wo ein Unternehmen, eine Kommune oder eine Hochschule sagt, wir finanzieren das Carsharing-Auto, habt kein Risiko, stellt das dahin. Oder das Nachbarschaftsauto, wo eine Nachbarschaft sagt, wir hätten gern das Auto, stellt das hin mit Kindersitzen und sonst was. Oder es gibt einen Ankermieter, das sagt eine Firma, naja, also für die Arbeitszeit hätten wir das Auto gerne bei uns in der Firma stehen, aber nach Feierabend kann das benutzt werden, um alles Mögliche zu machen. Dann so Wohnquartier, Wohnprojekte, wo man Parkplätze einsparen will. Das geht heute, dass man sehr viel Geld in Beton sparen kann, wenn man Carsharing-Plätze nachweist. Da ist das interessant. Oder ganz einfach eine öffentliche Carsharing-Station, bestellt das Auto hin, macht Werbung und hofft, dass die Leute kommen. Ja, zu den Projekten, die wir alle getestet haben und ausprobiert haben, gehe ich gleich mal so im Detail ein, was das dann alles heißt, was es für Probleme, aber welche Vorteile es gibt. Also so ein Modell-Wohnprojekt, das ist natürlich klasse. Die Anwohner sagen, wir hätten gern sowas hier. Das sind meistens umweltmäßig sehr engagierte Leute, die sagen, jetzt wollen wir aber, dass es vorangeht. Und die verpflichten sich, einen bestimmten monatlichen Betrag zu machen und bekommen dann günstigere Tarife und ein monatliches Fahrtguthaben und können mitbestimmen, wo das Auto hinkommt, welche dahin kommen und sind dann sehr engagiert und machen dann mit. Das war unsere erste Station. So haben wir überhaupt angefangen. Da war der Bürgermeister da, die Finanzministerin von Rheinland-Pfalz und so weiter. Alle waren hoch begeistert. Das Interessante ist, die Leute, die da mitgemacht haben, die haben ihr Mobilitätsverhalten vollständig verändert. Die haben gesagt, wir haben viel mehr dann auf einmal Fahrrad benutzt, sind zu Fuß gegangen, ÖPNV benutzt und sind auch anders einkaufen gegangen. Das heißt, hier ist die Reduzierung des Carsharing-Autos auch zurückgegangen, weil die gelernt haben, auf einmal sich anders zu verhalten. Und das ist das eigentlich, was wir erreichen wollen. Ja, bei dem Modell Firmen-Carsharing, da ist das so, dass die Firma sagt zum Beispiel, wir nutzen das Auto für unsere Mitarbeiter während der Hauptgeschäftszeit und die können dann eintragen, wann die Firma das Auto braucht und welche Zeiten dann für die Anwohner frei sind. Wenn die Firmen kann dann im Voraus buchen und die Anwohner können dann kurzfristig das Auto buchen, tagsüber oder auch abends, wenn es nicht gebraucht wird. Das ist da, wo Firmen in einem Wohngebiet wohnen, sehr interessant, wird nur bisher noch relativ wenig gemacht. Ja, das ist ein ganz interessantes Modell.
Das ist so ein Mischding. Da hat uns der Asta der TH Bingen gefragt, sag mal, wir würden gerne Carsharing-Autos haben für unsere Studenten, weil wir sind in Bingen und der Campus ist ganz außerhalb von allen öffentlichen Reichweiten und viele Leute müssen dann Hunsrück in die Pfalz fahren. Und da ist das Carsharing im Semesterticket mit drin. Und wir haben die Plattform so entwickelt, dass der Asta, der legt die Gebühren fest und zwar so, dass das sehr günstig ist für die Studenten. Es können auch Leute ringsherum die buchen, die bezahlen dann allerdings höhere Gebühren. Und da war einiges zu überlegen. Am Anfang wollten die sagen, naja, es kostet nur der Strom, die Kilometer. Aber dann haben schon die ersten Studenten überlegt, naja gut, dann nehme ich das Auto 2 Wochen mit nach Hause und dann steht es nicht mehr zur Verfügung, wenn die Zeit nichts kostet. Also haben wir so eine Mischung gefunden zwischen günstiger Zeit und günstigen Kilometer und das läuft sehr erfolgreich. Das ist also ein ganz interessantes Ding und das ist jetzt so, wenn zum Beispiel Anwohner oder sonstige Leute die Autos nutzen, die Einnahmen, die rausfließen, fließen nicht an den Carsharing-Betreiber, sondern zurück an den Asta und der kann das Geld dann weiterverwenden. Das hier ist auch ein interessantes Projekt, ein kommunales Bürgerauto. Da haben wir mit einer Gemeinde geredet über Carsharing und Möglichkeiten. Da haben die gesagt, ja, wir haben ja so einen Transporter, den brauchen wir eigentlich nicht so oft. Und den könnt ihr haben für Carsharing. Und die haben uns das kostenlos zur Verfügung gestellt, das Auto. Das ist jetzt im Carsharing drin und da können die Leute, die da wohnen, die Budenheimer, die können jetzt dieses Auto auch über Carsharing buchen. Auch ein sehr interessantes Projekt. Und das ist das Kernstück, bei dem ich persönlich gedacht habe, das wäre der absolute Renner. Und das ist das Schwerste, das ist mal die größte Herausforderung, die ich dabei erlebt habe. Das haben wir jetzt erfolgreich mal hingekriegt. Aber das war ein unglaubliches Brett. Das solidarische Nachbarschaftsauto. Ich bin bei der solidarischen Landwirtschaft. Kennt das jemand, was Solawi ist? Sind einige dabei, sehe ich nicken. Da habe ich gedacht, naja, die Überlegung ist doch ganz einfach. Solidarische Landwirtschaft, wir machen solidarisches Nachbarschaftsauto. Die Leute finanzieren das, je nachdem, wie viel Geld jeder hat und nach Bedarf. Und das Erste, das wir jetzt tatsächlich hingekriegt haben in Budenheim, das ist genau so. Also es gibt eine riesen Spannweite. Also die Leute bezahlen 20 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat. Je nachdem, wer wie viel Geld zur Verfügung hat. Und der am meisten bezahlt, ist nicht der, der es am meisten nutzt. Ganz im Gegenteil. Und die Leute können dann aber auch bestimmen, wie die Gebühren aussehen, welches Auto überhaupt hinkommt, eins mit Kindersitzen, Variant oder sonst was. Und ja, gestalten das völlig frei. Das ist der Stellplatz, der wurde dann, weil ja auch die Gemeinden, die Politik, die sucht ja auch händeringend nach neuen Möglichkeiten. Also der Stellplatz, der wurde kostenlos von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Ladesäule hat dann eine Bank gesponsert. Auch die Banken wollen jetzt alle grün werden, umweltpolitisch was machen. Und es gibt ganz viel Zuspruch und Unterstützung. Das Schwierigste war wirklich die Schere im Kopf, die Mobilität umstellen und die Ängste zu überwinden. Und wir haben uns da ganz viele Gedanken gemacht über unmögliche Gebührenmodelle und sonst was. Und die Nachbarn haben das nachher ganz einfach für uns gelöst. Die haben gesagt, wir kennen uns, wir vertrauen uns und wir wollen gar nicht, dass er so viel Hektik macht, alles logisch abfängt und sonst wie Purzelbäume schlägt. Wir machen ein ganz einfaches Gebührenmodell und wir vertrauen uns. Und wer das Auto öfters nutzt, naja gut, der braucht es halt öfters und wenn es einer weniger braucht, ist auch gut. Und da war ich total glücklich. Wir sind mit 10 Initiativen gestartet, also Leute in unterschiedlichen Orten von Oberwesel, von Vorort von Hamburg, sonst wo das gestartet haben.
aber auch wegen Corona nicht in der Lage waren, genug Nachbarn zu finden, die gesagt haben, noch 10 Minuten. Ja, wir machen damit. Aber ich hoffe, die Zeit wird reif. Das ist ja immer so, Innovation, da muss die Zeit auch reif sein dafür. Die Idee ist so einfach und so überzeugend eigentlich, dass ich hoffe, das kommt weiter. Jetzt mal nur mal so ein bisschen was für die Komplexität, wenn man so ein Modell macht. Man muss sich überlegen, welche Tarif ich nehme für monatliche Fahrguthaben, Registrierungsgebühren. Man muss Führerscheinprüfungen machen. Man muss alles halbe Jahr in Deutschland die Führerscheine überprüfen. Der TÜV, der geht nicht 2 Jahre, sondern auch nur ein Jahr. Und alles Mögliche, was dann an Besonderheiten kommt, das muss alles mit Spätrückgabegebühr, also speziell bei Studenten, da kommt es mal vor, dass der eine, oh, habe ich ganz vergessen, ja, ich bringe es morgen zurück, das Auto. Ja, so Sachen muss man natürlich abfangen. Und das sind dann hier so Preise, die man sich überlegen muss, pro Stunde, Nachtzeit, Tagzeit, Wochenendtarife und alles Mögliche. Also so ein Carsharing selber zu organisieren, ist schon ziemlich komplex. Und was wir mit unserer Plattform machen, ist den Leuten einfach machen. Was jetzt so rauskommt, wir sind gerade in der Diskussion mit den Bürgerwerken, dass wir auch ein einfaches, vordefiniertes Modell machen. Also es hat sich herausgestellt, viele Leute wollen gar nicht die ganzen Möglichkeiten überlegen, die sagen, komm, sag doch mal, was ist denn so eine einfache Einstellung, gibt uns die und fertig. Ja, transformieren oder transformiert werden. Ein ganz wichtiger Punkt neben ganz viel Innovation ist die Vernetzung. Wir haben ziemlich blauäugig angefangen. Wir waren oder sind auch weiterhin international organisiert mit der Mobility Factory in Brüssel. Das ist ein Zusammenschluss europäischer Genossenschaften, die sich mit Carsharing beschäftigen und haben mittlerweile in Deutschland mehrere Partner gefunden, weil wir haben festgestellt, die Sache ist so komplex, das können wir nicht alleine machen. Wir brauchen Partner und wir müssen vernetzen und wir müssen unsere Konzepte auch öfters über den Haufen schmeißen und völlig neu denken. Und so einer der Erfolgsfaktoren, wie man die Verkehrswende hinbekommen, ist Innovation und Vernetzung. Also das finde ich überlebenswichtig für uns, dass wir uns vernetzen. Und deshalb bin ich auch hier in Berlin. Ja, und wir überlegen uns alles, was wir machen, wie lässt sich das skalieren. Also es nützt nichts, wenn wir eine Lösung haben, die ist für 2, 3 Dörfer gut, sondern das muss nachher hinterher skalierbar sein. Das geht von der Hotline bis zur Tarifanlegung, bis zur App und sonst was. Das ist so, das sind so Kernpunkte, mit denen wir arbeiten. Ja, und das ist so das, was ich hier in Berlin auch so suche. Leute, die gerne mitmachen wollen, also erzähle ich mal, wo wir unbedingt noch Leute suchen, mitmachen. Ideen zur und Vernetzung natürlich, Kommunikation, verrate kein Geheimnis, wenn man auf unsere Webseite guckt, wir sind alles Ingenieure und Informatiker, uns fehlen die Leute, die Kommunikation und Design können. Das war speziell so, wenn wir an Nachbarschaften oder sonst was rantreten, uns fehlt noch so ein Clou, wie man das kommuniziert. Also wie man gute Flyer macht, wie man Social Media aktiv ist. Zum Beispiel für den Volkshochschulkurs, da haben wir hinterher eine Auswertung gemacht, woher kamen dann die meisten Leute. Wir haben schon einiges in Social Media gemacht an Werbung und dazu kam zum Kurs 0%. Die meisten kamen tatsächlich über einen Zeitungsartikel in der Allgemeinen Zeitung. Und Kommunikation haben wir noch viel zu tun. Organisation ist ein relativ schwieriges Thema für uns. Webseite und Design, such mal Leute, mit denen wir zusammenarbeiten können. Entwicklung, Administration, Konfiguration, das sind so viele Bereiche. Wenn da jemand Ideen hat,
Förderanträge, die Automobilindustrie und andere Leute kriegen Millionen für Forschungsprojekte. Also wenn ich angucke, da kommen einem die Tränen. Und bei uns ist leider so, wir haben weder die Kapazität noch die Fähigkeit, da größere Förderanträge zu stellen. Wir sind jetzt Kooperationspartner bei einem Forschungsprojekt Open Mobility Interface. Da geht es darum, die Vernetzung verschiedener Verkehrsmöglichkeiten von Sharing bis ÖPNV und sonst was zu machen. Das machen wir mit der Reboot Mobility. Und ja, das ist ein ganz hartes Brot. Wir wollen jetzt gerade auch noch mit denen einen Forschungsantrag stellen, um die Kommunikation zielgruppengerechter zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Carsharing einem Informatikstudenten beibringen will und fange dann mit unseren Broschüren an, dass er sagt, oh, ist ja langweilig, zeig mal, wo ich hier aufschließen drücken muss. Wenn ich jetzt aber mit jemand 60 plus darüber rede und das ist eine sehr interessante Zielgruppe, nee, das habe ich nicht verstanden. Wie geht das nochmal und wie sieht der Stecker aus? Und wie geht, also das muss man wirklich sehr zielgruppengenau machen. Und ich war jetzt zu einem Vortrag in einem der Zukunftsdörfer. Es gibt so zwei Dörfer in Deutschland, die als Zukunftsdörfer auserkoren worden sind, die auch Carsharing machen wollen. Und die haben ja zum Beispiel gesagt, für sie ist ein Riesenproblem, die Überalterung und dass die Leute dann zwar alle eigene Autos haben, aber sich nicht mehr zutrauen, in Zukunft damit zu fahren. Und da wollen wir demnächst auch Projekte machen, wo wir das verbinden. Wir haben ein Projekt gehört, da hat eine ältere Frau gesagt, mein Auto könnt ihr gerne haben für euer Carsharing, wenn ihr mich einmal die Woche in die Stadt fahrt. Und ein Punkt, den wir machen wollen, ist mit Versicherung reden. Man kann so ein Auto einfach nicht so nehmen, weil das ist in Deutschland alles hochkompliziert. Und da gibt es jetzt Überlegungen, mit einer Versicherung ein Konzept auszuarbeiten, wo private Autos ins Carsharing gehen können und die werden dann nur für die Fahrt speziell versichert. 5 Minuten, gut. Ja, Forschung ist interessant, wenn da noch jemand Ideen hat und natürlich, wenn jemand Sharing-Projekte machen will. Ja, deshalb 5 Minuten, herzlichen Dank, dann bin ich bereit auch für Fragen, wenn jemand Fragen hat. Herzlichen Dank. Wenn Fragen sind, melden. Ich würde mit dem Mikro kommen. Bin ich schon da? Ja. Vielen Dank erstmal für die vielen Infos. Und eben weil es so viele Infos sind und auch hier vorne der Frager, vorhin hat ja auch schon gefragt, habt ihr irgendwie so ein Weißbuch, wie man die Thematik angeht, wo sind Hürden? Schön wäre natürlich, wenn irgendwann so eine Grund-App irgendwie als Open-Source-Variante mal verfügbar wäre, aber wenn ich jetzt sowas in Würzburg anfangen möchte, muss ich all die gleichen Fehler, die ihr gemacht habt, auch machen oder kann ich mich irgendwo in irgendeinem Dokument durchwühlen und sagen, ah, Mainz hat uns gelehrt, das. Also so ein Ziel von uns ist, das so weit zu entwickeln, so weit sind wir aber noch nicht, dass das alles im Self-Service geht. Also wenn du sagst, ich will in Würzburg jetzt ein Carsharing einführen, dass wir dann sagen, ja, hier ist die Webseite, da kannst du die Technik runterladen, die App, da loggst du dich ein, machst deinen Zugriff, deinen Account und da kannst du dich persönlich konfigurieren, kannst wählen, willst du ein Allerwelts Tarifschema haben oder will ich persönlich was individualisieren. Das hoffen wir, dass wir das so in einem halben Jahr zum Fliegen haben. Das ist unter anderem auch ein Teil, was über ein Forschungsprojekt bei der Reboot Mobility gefördert wird. Also bei uns reichen einfach die Entwicklerkapazitäten nicht dafür, um das umzusetzen. Deshalb haben wir mit denen angefangen zu partnern und das sind Leute, die aus der Eifel kommen, auch aus dem ländlichen Bereich und in Köln ganz viel Forschung machen zu Mobility. Also wir haben eine größere Forschungsgruppe und da ist es genau das Ziel, das ganz einfach machen, so ein Carsharing zu implementieren.
Hallo, ich bin jetzt erst zum Schluss leider reingestolpert und habe ich alles oder eigentlich das meiste verpasst. Aber ich wollte mal einen Anwendungsfall fragen. Wenn jetzt so eine ostdeutsche Gemeinde, deren Landstraße ständig verstopft ist und die Verwaltung ist eigentlich bereit, demnächst auch Klimaschutz zu probieren, sage ich mal, kann man euch mit denen vernetzen? Also beratet ihr, habt ihr dafür Kapazitäten, den Leuten, also sammelt ihr Daten ein? Wie ist so ein Prozess, wenn jemand sagen würde, ich brauche eigentlich neue Lösungen? Ja. Könnt ihr da hingehen und das betreuen, sage ich jetzt mal, oder wie läuft das? Ja, genau. Also das ist jetzt der Punkt. Wir sind eine Genossenschaft und via Nova Coop, wir haben in Deutschland eine ganze Menge Partnergenossenschaften, auch mittlerweile Firmen, also zum Beispiel Ecolibro macht Mobilitätsberatung speziell für Kommunen, mit denen sind wir vernetzten Partner. Also die haben ihre bisherige kommerzielle Software, die sie vorher benutzt haben, gekündigt und nutzen jetzt unsere Software, weil die viel mehr Möglichkeiten bietet, gerade im ländlichen Raum. Also ich habe noch gar nicht darüber geredet, was wir speziell dafür machen. Wir entwickeln gerade so ein Pendler-Carsharing oder was jetzt rauskommt durch Corona, Leute, die im Homeoffice arbeiten wollen, aber nicht zu Hause sitzen wollen, sondern in einem ländlichen Coworking und die aber dann gelegentlich mal in ihre Firma ein Ballungszentrum brauchen und für die das nennen wir dann pulsierendes Carsharing. Also wir sind da speziell gerade für so Anwendungsfälle in ganz vielen Diskussionen und entwickeln gerade Lösungsmöglichkeiten. Weitere Fragen? Hi, du hast ja vorhin öfters mal auch angesprochen, so ein Thema, wenn jemand so ein Auto zu lange benutzt, weil das wäre ja so negativ, aber im Carsharing will man das ja optimieren, dass das Auto einigermaßen oft in Benutzung ist. Gibt es dafür Incentives in der App oder ist das hauptsächlich über die Preisgestaltung geregelt? Also es sind da im Prinzip so eine Art Gamifications mit drin, wenn du das Auto schneller abgibst, dann, also um da auch wirklich diesen Learning-Effekt hinzukriegen? Nee, also sowas haben wir da nicht entwickelt. Also es ist ja jetzt schon mal so, was man sich überlegen muss, jetzt erstmal im Kopf. Also es ist ein Elektroauto-Sharing, ist was ganz anderes wie ein Verbrenner-Sharing. Also wenn das zurückkommt, dann muss das ja erstmal geladen werden, bevor man es dann wieder nutzen kann. Und wir haben halt nur, und das kann doch jede Gruppe festlegen, wie sie es machen will, dass man im Prinzip eine Strafe bezahlt, wenn man das Auto zu spät zurückbringt. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, wenn jemand sagt, oh, ich will das Auto nutzen, der Vorbesitzer ist noch nicht zurück, wenn dann ein zweites Auto steht oder 500 Meter Entfernung, dass man dann sagt, oh, schnell wirst du umgebucht auf das andere Auto. Also so Möglichkeiten gehen dann. Danke. Genau, danke für die spannenden Infos. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass wir gerade auch versuchen, eine Bike-Sharing-Plattform zu etablieren, also das Teilen von Fahrrädern zu fördern. Deshalb waren da ganz viele spannende Dinge dabei, die wahrscheinlich für uns auch relevant sind und vielleicht noch kritischer werden teilweise, wenn es auch darum geht, dann eigene Ressourcen zu teilen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei Ihnen ja gar nicht der Fall, richtig? Also das wäre dann so, man schafft immer gemeinsam was an oder wer auch immer, entweder die Kommune entscheidet das oder gemeinsam in so einem Quartier erfolgt die Anschaffung. Ich frage mich jetzt generell, weil Sie ja auch das Thema Multimodalität angesprochen haben, sehen Sie da schon explizite Bedarfsfälle, wo man sagt, da macht das auch Sinn, dieses E-Sharing, zum Beispiel, wenn Leute damit zum Einkaufen müssen oder wie auch immer, aber auch ein Auto zu fahren, also das ist ja das, was Sie gesagt haben, das eigentliche Ziel ist, Leute eher vom Auto dann auch so ein bisschen wieder wegzubekommen und man auch Veränderungen im Mobilitätsverhalten vielleicht sieht, also ja, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage jetzt richtig formulieren soll. genau, also sehen Sie da bestimmte Anwendungsfälle, wo Sie sagen, Sie gehen den Weg vielleicht erstmal mit, aber dann wäre es vielleicht auch so, dass man nochmal weiter informiert und die Leute dann doch, wenn sie schon zum Beispiel damit begonnen haben, noch weiter weg vom Auto vielleicht zu bekommen? Also ja, also das ist klar unser Ziel. Also wir haben zum Beispiel mit dem VCD jetzt, der VCD stellt bei uns jetzt Lastenräder zur Verfügung und die können die Leute kostenlos über die Plattform buchen und dann nutzen. Also uns geht es dahin, auch klar zu machen, ich brauche nicht für alles ein Auto. Ich kann ganz viel mit Lastenrädern machen. Dann sind wir zum Beispiel mit Ecolibro in der Diskussion,
die entwickeln eine Lösung für Tagungshäuser und andere Leute. Ich will von A nach B, ich will zum Beispiel, was weiß ich, in den Taunus zu einer Konferenz fahren und dann kann ich mir angucken, ich bin in Berlin, will in Taunus und dann kann ich mir alle Möglichkeiten, wie ich da verkehrsmäßig hinkomme, angucke, von ÖPNV bis Verkehr, kriegst die Kosten, kriegst die Zeiten angezeigt und es nennt sich dann Clever Route, das ist jetzt in der Entwicklung. Also unser Ziel ist natürlich die Mobilitätswende, also nicht möglichst viele Autos zu nutzen, sondern gerade den Lerneffekt zu haben, wie es auch geht ohne Auto. Und wir stellen fest, wenn man einmal anfängt, sich im Kopf da frei zu machen, dass es auch ohne Auto geht, dann wird das ganz schnell Selbstläufer.